Hallihallo. Heute eine Rezension über eine Glühlampe. Sie ist keine Glühlampe, sondern es ist eine LED. Glühlampen gibt es ja jetzt nicht mehr, aber ich nenne es trotzdem einfach Glühlampe und werde es wahrscheinlich mein Leben lang Glühlampe nennen. Aber um korrekt zu bleiben, es ist eine LED. LED ist natürlich stromsparender, die Leuchtkraft ist nicht ganz so hoch, aber ja, ist das absolut modernste, was an Leuchtmitteln sozusagen zur Verfügung gibt. Auch ungefährlich, nicht so wie diese Neonröhren, wo da irgendwie Quecksilber oder irgendwelcher giftiger Dampf drin ist. Wie dem auch sei, will ich auch gar nicht drüber groß reden, ist eine LED. Ist eine ganz normale Glühbirne, LED, die man rausschrauben kann. Ich habe es im E27 Gewinde gekauft, gibt auch noch drei andere Gewinde, insgesamt 4 Gewindearten. So, alles eigentlich egal, eine Glühlampe ist nicht besonderes. Es wird jetzt erst besonders. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist noch besonders als der erste Teil. Ich sage, kommen wir zum ersten Teil, der besonders ist. Der besondere Teil ist, dass es eine Glühbirne ist mit einer Fernbedienung. Irgendwie bin ich zurückgeblieben oder so. Eine Glühbirne mit Fernbedienung ist für mich was sehr Neuartiges. Ich hatte einen Freund das schon vorgestellt, die Glühlampe, der sagt, ja klar, ganz normal. Für mich war es neu, deswegen die Rezension für den einen oder anderen vielleicht auch neu. Also ich habe eine Fernbedienung zu der Glühlampe. Die Fernbedienung, mit der kann man verschiedene Farben einstellen. Man hat sozusagen jetzt das Weiß, man hat das Blau, man kann Grün einstellen, man kann Rot und dann sind noch sozusagen ganz idiotensicher, die ganzen Farben hier dargestellt, die Zwischentöne, die man einstellen kann. Also ich gehe jetzt mal alle kurz durch. Naja, so ungefähr erst so höher. So, dass Sie jede mal gesehen haben. Und man kann sozusagen heller und dunkler machen, eine leichte Abstufung. Und dann gibt es noch 4 Programme für die Glühlampe mit der Fernbedienung. Und zwar Flash, das heißt, das ist ein relativ schneller Wechsel. Ohne Übergang, dann Strobe, das ist ein Wechsel, der auch ohne Übergang stattfindet, aber ein bisschen langsamer, also die Periode ist etwas größer, wo die jeweilige Farbe stehen bleibt. Dann gibt es Fade, da sind relativ schnelle Übergänge, allerdings wird sozusagen die eine Farbe geht in die andere Farbe über. Und dann gibt es noch Smooth, das ist natürlich das relaxte und smoothste von allen. Das sind halt langsame Übergänge und die ineinander übergehen. So, und damit werden alle Farben sozusagen dann dargestellt hintereinander. Ja, also ich hatte es ja schon in den ersten Sekunden dieser Rezension erwähnt. Für mich sehr neuartig, finde ich total nett und ist okay, würde ich jetzt sagen, gut, das ist die Zukunft. Der Knaller kommt aber erst für mich jetzt noch. Der Preis. Dadurch, dass ich das nicht kannte, habe ich natürlich wahrscheinlich auch eine total falsche Preisvorstellung gehabt. Ich dachte, ja, mit Fernbedienung gab es früher nur mit Fernsehen und Radio, also ja, Anlage. Und ja, das kostet so eine Glühlampe mit Fernbedienung. Die Fernbedienung muss ja schon 10 Euro kosten und die Glühlampe erst eine LED, neuartig. Bin ich bestimmt mit also jetzt billig ist mit 20, 30 Euro dabei für so eine Glühlampe mit Fernbedienung. Und dann habe ich den Preis gesehen. 7,15 Euro E27 Gewinde mit Fernbedienung. Ich habe keine Ahnung, wie die das produzieren und was da abgeht. Wer da ausgebeutet wird und keine Ahnung. Also 7,15 Euro für eine Glühlampe, also das ist keine Glühlampe, sondern eine LED mit Fernbedienung, finde ich Wahnsinn. Muss ja keine Batterien, die Batterie ist auch schon drin. Das ist hier so eine flache Batterie. Ist alles schon drin, alles für 7,15 Euro. Und finde ich absolut phänomenal, muss ich sagen. Also wirklich, die kann man ja nicht nur in die Vitrine reinmachen, die kann man ja auch überall reinmachen. Mit Fernbedienung, sein Licht, also 7,15 Euro mit 16 Farben, 4 Programmen, heller, dunkler, aus, an und also mit Batterie und allem drum und dran. Also das ist ein absoluter Superkauf. Also 5 Sterne ganz eindeutig und wieder wirklich eines der Produkte, wo ich sage, da muss eine Rezension her, weil das ist unverschämt günstig.